Hallo und herzlich willkommen bei die Sachsengrilleier. Ihr seht gerade zwei Vielfresser. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen mal einen Vielfraß-Töpf. Was das sein sollte, was dort alles drin ist, sagt euch der Marco jetzt bei den Zutaten. Viel Spaß. Viel Spaß. Wir starten dann wie gewohnt am Brett mit den Zutaten für unseren Vielfraß-Töpf. Die genauen Mengenangaben und Zutaten findet ihr, wie gesagt, nochmal im Video bzw. unter dem Video. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit und Chance, unter dem Video auf Abonnieren zu drücken. Das kostet euch nichts und ihr seid dann einfach beim nächsten Video mit dabei. Genau, ich zähle jetzt alles runter, wie ihr es gewohnt seid. Hier haben wir Gulasch gemischt. Das ist einmal vom Schwein, das ist vom Heidenauer Heilandschwein. Hier hinten haben wir Rindergulasch, das ist vom Oppacher Ochsenhof und Thüringer Mettenten, das sind Rauchenten, Capanossi, die sind aus dem Supermarkt. Ja, des Weiteren brauchen wir noch Kochsahne. Wir haben hier die 7%ige, 7% auf 100 Milliliter. Das sind 200, also kommen wir da auf 14%. Oder habe ich jetzt einen Rechenfehler? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Rinderbrühe, Bohnen natürlich, für den Vielfraß, muss also deftig sein. Kidneybohnen, jetzt fahre ich kurz raus, Kidneybohnen, Kichererbsen und das sind Chilibohnen. Das sächsische Butterfleckchen darf natürlich nicht fehlen und da wir hier einige Aromen schon drin haben, von den Würsten, von den Rauchwürsten, die Brühe, die Bohnen, die Sahne bringt dann noch Geschmack mit, würzen werden wir das Ganze heute nur oder abschmecken mit Salz. In dem Fall haben wir das rosa Tischsalz von Geile Gewürze. Genau. Ja, seht, die ganzen Arbeiten habe ich schon getan und darum sehen wir uns jetzt schon am Dutch Oven wieder, welcher gerade vorheizt auf unserem Gasgrill, auf unserem Outdoor Chef Arosa 570G. Der Dutch Oven, der Größe. Hier haben wir unseren Elfo Eco, das ist für uns immer die optimale Größe von der Menge her. Größe zum Vergleich wie der von Petromax, der FT4,5 zum Beispiel. Ja, der heizt hier schon vor auf unserem Gasgrill, welchen wir eingerichtet haben, auf direkte Hitze von unten. Die sogenannte Vulkanstellung ist das. Und da geben wir jetzt erst einmal unser sächsisches Butterfleckchen hinein. Ach, der Ton. Jetzt kommt gleich der Geruch von schmelzender Butter. Das ist einfach sensationell. Die gute Butter wirft Blasen, wird am Rand schon leicht bräunlich, genauso soll das auch sein. Und vor die uns verbrennt, ja, das kann bei Butter auch geschehen, kommt jetzt schon ganz einfach und simpel unsere komplette Fleischpalette mit hier hinein, welche wir jetzt schön mit anbraten, ringsrum richtig schön Röstaromen verpassen. Hin und wieder natürlich umrühren und ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt erst einmal soweit fertig. Da ihr jetzt gerade da seid und zuschaut, wofür ich mich jetzt am Rand erstmal noch, warum noch bei André bedanken möchte, hier nochmal ein kleiner Hinweis. Es scheiden sich ja immer die Geister mit dem Anbraten, portionsweise anbraten. Hier tritt der Fleischsaft aus und so weiter und so fort. Unsere Erfahrung hat gegeben. Deswegen schmeißen wir bei solchen Gerichten alles am Anfang immer mit rein. Erstens, der Fleischsaft, der austritt, sorgt dafür, dass das Fleisch schon leicht vorgart. Das heißt, das wird umso zarter dann später. Des Weiteren, wenn wir jetzt hier Röstaromen dran bringen wollten, die ja dann trotzdem entstehen, nützen die uns ja nicht direkt viel, zumindest am Fleisch, vom Geschmack her nicht. Dass sich Röstaromen am Boden absetzen und wie die dann mit nutzen, ja, das sehen wir ein. Ist auch so, aber hier in dem Fall ist es ja kein Steak. Ja, wir kochen das ja dann, beziehungsweise wir lassen das ja dann noch etwas schmoren in unserer Sahne und Brühe. Das heißt, die Röstaromen, die am Fleisch sind, verkochen eh wieder. Also kann man das, sich die Arbeit oder Mühe sparen, hier portionsweise anzubraten. Den Bratensatz kriegt man auch so und das Fleisch bleibt dann trotzdem durch den Schmorvorgang zart. Das nur mal so am Rand. Und ja, jetzt erstmal weiter hin ab dafür. 10 Minuten später sieht die ganze Sache schon so aus, dass unser Fleisch schön Röstaromen haschen konnte. Und da geben wir jetzt als erstes die Flüssigkeiten hinzu, beziehungsweise erstmal die
Brühe, damit die Brühe dafür sorgt, dass sich der Bratensatz, welcher sich trotzdem unten angesetzt hat. Und Rösterung haben wir sogar am Fleisch, also die Methode funktioniert auch. Die flüssige bzw. die Brühe hinzu, damit sich die Röstaromen vom Boden lösen. Das mal kurz für eine Minute wirken lassen. Hat die Brühe ihre Arbeit getan nach ca. 1-2 Minuten? Das merkt ihr, wenn ihr unten mit eurem Holzspatel auf dem Boden lang geht, dass sich die Röstaromen gelöst haben. Das heißt, wenn der Boden unten glatt ist, ist alles wieder in Ordnung. Wenn das der Fall ist, kommen jetzt unsere Kohlenhydrate dazu in Form von unseren Böhnchen oder Kichererbsen. Hier am Rand nochmal erwähnt, oder haben Sie das öfteren schon gesagt, bei den Bohnen, gerade bei den Kidneybohnen oder bei den Chilibohnen, die Flüssigkeit aus der Dose einfach mitnehmen. Das ist Stärke von den Bohnen und die sorgen nochmal dafür, dass man eine richtig schöne Konsistenz dann in seinem Topf bzw. Brühe haben möchte. Das wird jetzt alles mit untergerührt, erwärmt, aufgekocht und dann kommen wir schon fast zum letzten Schritt. 10 Minuten vor Schluss kommt jetzt die Sahne mit hinzu, unser 7%iges Hüftgold. Die braucht auch noch mal ein bisschen Zeit, um sich ordnungsgemäß mit der Brühe zu verbinden. Das heißt, das Ganze lassen wir jetzt bei mittlerer Hitze. Hier drehen wir etwas zurück und bei mittlerer Hitze lassen wir das jetzt alles nochmal schön gemütlich erwärmen. Circa, ja, ich würde sagen, Viertelstunde geben wir der ganzen Sache auf alle Fälle noch. Ja, Freunde, während ihr euch diesen Fleischwurst-Jacuzzi anschaut, habe ich mir in der Zwischenzeit mal was rausgenommen, um zu verkosten. Bin ja sowieso mal gespannt. Also wir haben mit Salz, das habe ich aus Versehen nicht gefilmt, mit Salz ganz nach unserem Geschmack abgeschmeckt. Und herrlich. Leute, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, wir haben ja wirklich keine weiteren Gewürze hier drin. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Absolut runde Sache. Die Chilibohnen tun ihre Arbeit, dass man hinten raus eine leichte Schärfe hat. Das Salzige natürlich jetzt je nach Geschmack mit dem ganz normalen, mit dem rosa Tischsalz, was ich vorgestellt hatte, abgeschmeckt. Die Cabanossi hat ihren eigenen Geschmack. Die Rauchmettenten haben ihren eigenen Geschmack. Und das Fleisch, was das, dieser Gulasch, dieser Schweine- und Rindergulasch, hat jetzt den Geschmack von der Brühe angenommen, welche ja natürlich durch alle möglichen Zutaten ein schönes Aroma erhalten hat. Genau, an dieser Stelle sei gesagt, das ist definitiv zum Nachmachen empfohlen. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt uns das mit einem Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, damit verpasst ihr keine Folge mehr. Und dann würde ich sagen, wir sehen und hören uns im nächsten Video. Eure Sachsen-Griller André und Marco. Und bleibt gesund!